Wir sind hier in einer Steckbahn am Bodensee. Wenn wir genau hinlassen, hören durch das Wasser, wie es plätschert. Und wir haben die Arbeit wie jeden Abend die Vorstellung mit Merlin und Sydney und halb in Lüder. Vorne haben wir Säule gesehen. Säule hat uns begleitet, das ist Mimi. Und die Mimi ist ein besonderes Wohl die Steckbahn, weil da kann sie heulen, da kann sie wissen. Und da gibt es immer etwas. Straße gelaufen. Sie war ganz nackt, wie am Tag vor ihrer Geburt. Menschen sind der Wahrheit ausgewichen. Niemand hat ihr in die Augen schauen. Niemand hat etwas mit ihr zu tun haben. Da hat sie die Wahrheit gemerkt. Und da hat sie traurig gemacht. Und sie hat gedacht, Menschen, die mögen mich nicht, weil ich so alt bin. An einem Tag, wo dann die Wahrheit wieder so durch die Straße gelaufen ist und ihren traurigen Gedanken angehängt ist, da ist ihr das Merli begegnet. Das Merli sagt, meine Freundin, wieso bist du so traurig? Und sie sagt, niemand will etwas mit mir zu tun haben. Menschen weichen mir aus. Alle machen den Bogen um mich herum und das macht mich so traurig. Und ich glaube, das ist, weil ich so alt bin. Die Wahrheit lächelt und sagt, also, ich glaube nicht, dass an dem liegt. Du musst wissen, ich bin uralt. Und je älter dass ich werde, desto lieber kommen mich Menschen über. Das hat einen anderen Grund. Und es ist ganz einfach zu verstehen, du musst wissen, Menschen, denen gefällt es, wenn man sich schön macht. Wenn man mit bunten, prächtigen Kleidern daherkommt, wenn man sich schmückt von Kopf bis Fuß. Das fasziniert es. Und das gefällt ihnen. Und wenn du willst, so tue ich dir ein paar von meinen Merlin-Kleidern überstülpen. Und du wirst sehen, da wird den Menschen gefallen. Seitdem läuft die Wahrheit und das Merlin Hand in Hand. Und seitdem lieben die Menschen die Wahrheit und das Merlin gleichermaßen. Jetzt kommt er halt da.